registriere ich mich bei Moodle. Falls ihr noch gar keine Ahnung habt, was Moodle überhaupt ist: Moodle ist eine Online-Lernplattform, auf der ihr die Möglichkeit habt, digital an Aufgaben zu arbeiten, die die Lehrkräfte im jeweiligen Kurs für euch zur Verfügung stellen. Und wie registriert ihr euch? Als erstes müsst ihr zu der Moodle-Instanz eurer Schule gehen, also zum Beispiel moodle.meineschule.de oder irgendwas in der Art. Fragt eure Lehrer. Wir zeigen jetzt hier, wie es bei unserem Moodle aussieht. Dort findet ihr diese Ansicht. Und um euch einen neuen Account zu erstellen, müsst ihr auf Neues Nutzerkonto klicken. Dann werdet ihr automatisch zu den Nutzungsbedingungen weitergeleitet, welche ihr euch auf jeden Fall sorgfältig durchlesen solltet. Nachdem ihr die Nutzungsbedingungen durchgegangen seid, findet ihr ganz unten einen Bereich, in dem ihr mit einem Klick diesen zustimmen könnt. Dann werdet ihr direkt weitergeleitet, um eure Anmeldedaten zu wählen. Zuallererst müsst ihr euren Anmeldenamen wählen. Wichtig, das ist nicht der Name, der nachher auf der Website angezeigt wird, sondern nur der Name, den ihr euch merken müsst, um euch anzumelden. Daher ist es empfehlenswert, etwas Naheliegendes zu nehmen, wie zum Beispiel euren Vornamen und den ersten Buchstaben eures Nachnamens. Des Weiteren benötigt ihr ein Kennwort, welches mindestens 12 Zeichen lang sein sollte. Außerdem sollte es mindestens eine Ziffer und einen Kleinbuchstaben enthalten. Es ist wichtig, dass ihr dieses Passwort nicht verliert. Deshalb empfiehlt es sich, es in einem Passwortmanager oder ähnlichem zu notieren. Dann fehlen euch nur noch ein paar wenige selbsterklärende Schritte, wie zum Beispiel eure E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Stadt und euer Land. Wenn ihr das alles getan habt, müsst ihr nur noch auf Neues Nutzerkonto anlegen klicken und habt dann einen Moodle-Account erstellt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr euch einloggt, einfach wieder auf die Startseite gehen und Anmeldenamen und Kennwort eingeben.